Skandale, Seitensprünge, Sex und Sensationen, wo sich Leiden, Lust und Laster noch lohnen. Eine Portion krasser Populismus, offensichtlicher Rassismus, wo Männer noch Männer sind und Frauen noch Frauen mit Kind. Meinung, Stimmung, Lügen, Heimat, Headlines, Hetzerei. Aber ich hab vorgesorgt, ich bin nicht dabei. Auf meinem Briefkasten, da klebt ein Schild: Bitte keine Werbung und keine gratis Bild. Warum machst du das? Das ist Notwehr. Das fällt auch dir nicht so schwer. Ist dich für keinen schon zu schade. Schade, schade. Ein Sumpf aus Hass und ohne Gnade. Mit Goldfassade. Freust du dich trotzdem auf die Brandstifterin frei Haus? Halt die Zeitung gerade, sonst läuft das Blut raus. Die ganzen Kinder, die seit kurzem auf den Straßen streiken, die doch scheinbar nichts machen, außer sharen und liken. Die freitags ganz ungeniert die Schule schwänzen, zeigen uns Großen ganz klar ihre Grenzen. Sie protestieren und demonstrieren, würden sich dafür den Arsch abfrieren. Doch das geht nicht, denn es schmelzen die Pole. Und wer hier nicht springt, der ist für Kohle. Ihr seid hier und ihr seid laut, weil man euch die Zukunft klaut. Warum machen die das? Das ist Notwehr. Ja, wer die sonst will tot wär? Sie diskutieren und müssen stören. Stören, stören. Wir sind am Point of No Return. Turn, turn. Es geht hier um Verzicht und das ist halt schwer. Aber am Ende bist halt du nicht nur dein Kaffee fair. Hast du nicht die gleiche Meinung wie die Deichgranaten und belegst es allem Anschein nach mit Fakten und Daten? Lauf trotzdem nicht mit, wo Rechte marschieren. Und lass uns dabei bitte unsere Freundschaft nicht riskieren. Bald ist es wieder soweit, die Wahl steht an für den nächsten Turn. Wir wollen Würde, Freiheit, Frieden, keinen Bernd. Oder Björn. Lies das Programm und lass dich nicht blenden von braunen Wölfen in blauen Hemden. Choose or lose, zusammen wenden wir das Blatt mit einem Kreuz, stark und bunt, das keine Haken hat. Warum machen wir das? Das ist Notwehr. Die Gesellschaft zerfällt und verroht mehr. Siehst du den Angriff auf die Demokratie? Deine Stimme ist so wichtig wie noch nie, noch nie. Du willst wissen, warum wählen heute Notwehr wäre? Entschuldigung, da regt mich ja die Frage schon auf. Das hat für dich und mich, für uns alle Konsequenzen. Denn bereits in unseren Köpfen beginnen die Grenzen. Sie enden auch nicht am weißen Gartenzaun. Und hat hier wirklich niemand die Absicht, wieder Mauern zu bauen? Wie soll man in einem Zelt in Moria schlafen? Die Sea-Watch hat wie immer keinen sicheren Hafen. Babys und Kinder werden an unsere Strände gespült, so kleine Füße, kleine Hände, doch dein Herz bleibt unterkühlt. Eltern schicken ihre Kinder durch die Qualen, sie klammern sich fest an Hoffnung und Nussschalen. Warum machen wir das? Das ist Notwehr. Wer alles dort im Lot, ist keiner dort im Boot mehr. Ist keine Party auf dem Mittelmeer. Mehr, mehr. Todesangst hat keinen Urlaubsflair. Flair, flair. Und du hast keinen Bock, dir das Elend anzuschauen. Willst dir mit Sonnenbrand im Rücken deine Ferien nicht versauen? Das ist Notwehr. Ja, weil sie doch sonst tot wären. Wir haben doch Platz und könnten starten, starten, starten. Und wir können nicht länger warten, warten, warten. Bis euer Gewissen endlich SOS funkt. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.